Servus und herzlich willkommen. Ja, es gibt wieder ein neues Video von uns. Wir wollen das Format Talk im Turm weiter fortführen. Und heute habe ich einen speziellen Gast für euch. Mehr nach dem Intro. Ja, servus. Heute an meiner Seite der Wolfgang, ein Mitstreiter, mit dem wir ja dieses ganze Projekt aufbauen können, halten können und ganz tolle Spiele erleben. Jetzt aber mal zu dir, Wolfgang. Erzähl ein bisschen was. Wie bist du reingekommen in die Materie Tabletop? Bist du überhaupt Tabletop oder? Seit langem. Seit langem. Grüß euch einmal alle. Bin 53 Jahre, seit meiner Geburt ein echter Werner, wie man so schön sagt. Ich spiele seit Ende der 1970er. Eigentlich Tabletop. Damals habe ich noch gar nicht gewusst, dass es das gibt. Tabletop seit 70. Ja, ich war mit meinem besten Freund damals bummeln, schauen. Sind im Hotelbaugeschäft reingegangen, also was haben wir da? Ui, Figuren, Maßstab 1 zu 72. Ja, fix damals. Ja. Da Taschengeld zusammengekratzt. Packung Figuren gekauft. Mhm. Ui, da braucht man Farben. Farben, Pinseln, ab nach Hause. Die alten Humbrol-Farben noch, anfangen zum Bemalen. Wenn wir fertig waren, haben wir ganz einfache Regeln gehabt. Also selbst geschnitzt. Es hat ja nichts gegeben damals. Im Ziehen, nicht, dass wir mit dem Maßband das machen können. Nein, okay. Wir haben eine Hand aufgelegt, soweit haben sie ziehen dürfen. Super. Die Würfel, ich sehe die, ich schieße. Eins nicht getroffen, zwei Streifschuss, das weiß ich noch. Drei leicht verletzt, vier schwer verletzt, fünf, sechs tot. Okay. Immer weggenommen. So haben wir unsere ersten Spiele gemacht. Sollte vielleicht zum auch ein Regelautor sich einmal überdenken, diese einfachen Regeln, ne? Untergrund, Matten von Kleinbahn, Wiesenmatte, unten Bücher hingelegt, dass wir Hügeln haben. Bäume natürlich auch damals vom Modellbau. Das war unser ganzes Equipment. Dann hat sich das leider aufgehört. Dann natürlich Hero Quest. Ja. Eigentlich für viele der Einstieg zum richtigen Tabletop, sag ich mal. Ja, und dann habe ich auf der Modellbaumesse das erste Mal Warhammer Fantasy gesehen. Das war die vierte Edition. Ich habe die Figuren gesehen, bin ins Geschäft, habe mir die Box gekauft. Und seitdem, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, Warhammer Fantasy bis 2015, haben sie ja GW aufgelassen. Leider, aber da ist ja was geplant, glaube ich. Ne? Also nicht GW-kundiger, ja. Die alte Welt soll wieder kommen, schauen wir wie. Und dann, Gott sei Dank, bin ich über YouTube auf Voltage gestoßen. Ja. Historisch. Über die Gorillas eigentlich. Ja, und genau. Dann über den Sascha. Okay, ausprobiert, geschaut, gibt es ihm irgendwas? Nichts gefunden. Die Vivat? Dort schau ich mal hin. Ja. Da habe ich es erst einmal gesehen, da hat es geschaut. Kugelhagel, ACW. Genau. Hat mich interessiert. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, hast du gesagt, ne Satz bei den WoW Keepers. Ja. Kannst du mal vorbeischauen, wenn es ist. Da habe ich vorbeigeschaut. Dann hat es gesagt, den und den Wochenende spielen wir Boldex. Kommst du vorbei? Ja. Mal zuschauen. Bin natürlich dann heim, sofort Figuren bemalt, das nächste Mal habe ich schon mitgespielt. Und so hat sich das entwickelt. Ich bin verrückt, weil historisch gibt es nicht viel in Wien. Das ist die Überraschung, gell? Man eine Millionenstadt und ja, doch sehr viele Tabletop-Spieler. Ja, und jeder fragt ihn und spielen wir und tun wir. Aber wenn du dann sagst, ey, an den und dem, wir würden spielen, ja, dann kommt keiner. Dann kommt keiner. Sitzt du alleine da, ja? Das ist. Ja, und so hat sich das entwickelt. Jetzt haben wir unseren eigenen schönen Hobbyraum. Genau. Wo wir sie treffen zum Spielen, malen, plaudern, Platten bauen. Und der natürlich auch ein Treffpunkt für neue Spieler sein soll in der Zukunft. Also ist nicht unser heiliges Reich, wo niemand rein darf, sondern wäre toll, wenn es den einen oder anderen interessiert. Ja, richtig. Lieblingsmaßstab zur Zeit. Also? Historisch 15 mm. Ah doch. Erstens Platz, zweitens schneller bemalen.
drittens schöneres Gelände. Muss man ehrlich sagen. Ja, einfach schnelleres Gelände, glaube ich. Ja, weil der Fantasy bleibe ich bei meinen 28. Ja. Das ist immer noch in meinem Herzen drin, das war immer. Mhm. Auch ein schöner Maßstab eigentlich, also spielt der nächste King. Figuren sind schön. Und Eckbase. Fantasy ohne Eckbase ist kein Fantasy. Ja, also du hast uns jetzt über die Eckbases. Ja. Fantasy war quasi dein Einstieg. Also nach dem historischen von Airfix quasi, bist du zu Fantasy gegangen. Ja. Dann bist du in den Bereich des historischen, in die Ära Zweiter Weltkrieg, bin ich eingesickert, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, so lange spielst du es ja noch nicht. Ne? Na, Polytechnischen spiele ich erst 7 Jahre. Das ist ein ganz schönes Leben. Ich meine, ich habe angefangen zum Malen und zum Zusammenbauen und so. Aber effektiv spielen tust du das jetzt wie lange eigentlich? Ich habe es jetzt mit meinen Sohns aus. Achso, hast du schon. Und dann wieder gleich auf euch gestoßen. Mhm. Und seitdem eigentlich direkt. Was glaubst du, wirst in der Zukunft, wird das Thema WW2 intensiver werden? Maßstabsänderung hast du ja angesprochen. Ja. Ja? Oder ja, wenn wieder das System rausbringt, was du erwähnt hast, gibt es da einen totalen Umschwung wieder oder nein. Versuchst du schmetterlingshaft, so wie ich, auf mehreren Systemen mitzuschweben? Das war ich. Mhm. Das werde ich auch weiterhin sein, sicher, weil sobald was Spannendes rauskommt, auf Deutsch. Ja. Regelbuch muss auf Deutsch sein bei mir, weil man so erleichtert einfach. Ja. Es ist so, ja, Blick auf Saga. Okay. Lasst euch überraschen. Ja. Dann schauen wir, wie die neue alte Welt wird. Ich meine, am Switch werde ich sicher nicht. Das wird halt mein Heimprojekt sein, Fantasy. Mhm. Da wird halt nur historisch gespielt. Außer vielleicht Ära der Magie von Saga, aber. Ja. Schauen wir mal. Es wird noch spannend werden, ja? Es kommt noch einiges. Frostgriff würde mich interessieren, aber. Es gab jetzt schon so viele super tolle Systeme. Teilweise ist es skirmischer, ja. Ein paar Miniaturen eigentlich nur. Das Dilemma ist, wenn du niemanden hast, ja. Das heißt, also meiner Meinung nach wäre es von Haus aus immer wichtig, einen Partner zu haben, wo man sagt, okay, schauen wir uns dieses System gemeinsam an. Ja. Man teilt die Kosten von der Grundbox zum Beispiel, versucht dieses System zu spielen, da ist man sich im Vorfeld einig. Und kann dann auch immer entscheiden, okay, das war jetzt nichts. Ja. Diese Solo-Projekte sind echt mühsam, muss ich sagen, und sind oft gescheitert. Ja. Vielleicht Chain of Command, dass man sich das sicher mal anschauen werden. Ist eigentlich in meiner Planung dabei, 15 mm, was sehr gut dazu passt. Da haben wir den Vorteil, dass wir mit diesen Miniaturen, die wir haben, also entweder 28 oder 15 mm, sehr viele Regelwerke abdecken können. Ja. Das ist der entscheidende Vorteil auch daran. Ja. Und sonst schauen wir, was halt kommt in Zukunft. Ja, es wird sich noch einiges ergeben. Vielleicht auch an dich so die Frage, wie findest du überhaupt das Thema Events zum Beispiel in unserem Hobby? Ist es für dich eigentlich wichtig, dass du zu einem Event gehen kannst? Oder sagst du, nein, mir genügen eigentlich meine Clubtreffen, bezeichne ich sie jetzt, wo ich mit meinen Freunden, Kumpels spielen kann? Oder ist ein Event, wo du neue Systeme, vielleicht auch Händler vor Ort hast, überhaupt interessant für dich? Ist schon interessant. Leider ist es in den letzten 2 Jahren nicht gegangen. Nicht nur das, man darf nicht unterschätzen, Österreich, die Insel der Seelen, was das betrifft. Ja. Genau, weil jeder will, aber macht nichts. Mhm. Das ist schon richtig. Taktik war mir bis jetzt zu weit, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und zu viele Leute. Sicher wäre die ganzen YouTuber kennenlernen oder die Händler persönlich kennenlernen. Das ist ganz was anderes. Es hat einen Flair und man sieht dabei von Gesicht zu Gesicht. Aber wäre schon interessant. Ich meine, natürlich, du hast es richtig angesprochen, die Krise oder diese C-Krankheit, die natürlich vieles verhindert hat und wer weiß, was sie in Zukunft verhindert, ist natürlich für jeden, der sowas planen und veranstalten will, absolutes Dilemma, ja, weil du planst heute, hast vielleicht ein Sicherheitskonzept und alles mögliche aufgebaut und eine Woche davor
steigen die Zahlen und du kannst diesen Event canceln oder musst ihn canceln. Ja? Das heißt, ich verstehe schon jeden Veranstalter, der derzeit sagt, nein, ich lasse lieber die Finger davon. Ja? Richtig. Aber ich hoffe doch, dass wir vielleicht in Österreich es zusammenbringen. Ich meine, es gibt jemanden, einen gewissen Walter in Salzburg, der mit seinen Kommentaren immer ganz, ganz tolle Events aufstellt, also für die österreichischen Verhältnisse. Ja. Vielleicht greift das auch wieder und vielleicht schaffen es auch wir in Osten einmal was nicht nur GW-lastiges, ja, oder Star Wars irgendwo aufzustellen, sondern richtig. Und dem möglichen Publikum ein gesamtes oder breites Bild von Fantasy bis zum Steinzeitspiel anzubieten. Aber schauen wir mal. Wir sind ja jung, wir haben noch Zeit. Genau, jawohl. Gut, hast du noch Fragen? Nein, eigentlich. Keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr, nein. Eine Frage von mir an dich. Ja. Acryl oder Kunstharzfarben? Die Frage ist nämlich deswegen, weil der Wolfgang ja auch in etwa mein Jahrgang ist und wir noch aus der guten alten Zeit der Humbrol-Farben kommen. Die werden viele von euch gar nicht kennen. Ja, das sind die Kunstharz. Die Stinkedinger. Ja, Kunstharz, ist klar. Ja. Weil ich damit angefangen habe. Doch. Ja, sicher. Braucht man übrigens keine Grundierung, die halten überall. Ja. Muss man halt ein bisschen länger warten bei den Trockenzeiten. Ja, und den Pinsel nicht abschleppen. Und den Pinsel nicht abschleppen. Genau, aber sonst, ja, Kunstharzfarben. War mein Einstieg. Hm? So wie bei vielen. Was wir drüber kommen sind. Ja, Kunstharz. Herrlich. Ja, gut, das heißt, wir können schon langsam unser nächstes Projekt planen. Das werden wir auch, ja. Wunderbar. Freut sich drauf. Dann kann ich jetzt einmal nur sagen, danke, dass du so nett warst, uns da ein paar Worte zu liefern. Ihr seid jetzt gefragt, wenn ihr Fragen an Wolfgang habt, schreibt es unten in die Kommentare. Gerne. Wolfgang oder ich antworten euch natürlich, das ist überhaupt kein Thema. Ansonsten, super, dass du wieder dabei warst. Hat mich gefreut und ihr kennt es. Bleibt gesund, Leidl, und Servus. Servus.